Folge Nummer 54 von Oxygen Not Included. Wir sind letztes Mal hier unten beim Erdgas gewesen und da fehlt uns dieser Stein, damit das wieder läuft. Keiner ist da, der das machen kann. Wir sind an vielen Baustellen dran. Hier fehlt zum Beispiel noch eine Stromversorgung, damit wir das mit den Anzügen irgendwie hinkriegen. Ist nicht so einfach. Für den Dingens fehlte uns doch hier, sag schon, Stationen waren das, ne? Da fehlte uns jetzt der Schutzanzug. Ja, wir müssen aber auch den, selbst die Schutzanzüge müssen ja noch irgendwo herkommen, ne? Scherstation, Pflegestation, Webstuhl, Schutzanzug, Schmiede. Haben wir die schon irgendwo gebaut? Ich glaube nicht, ne? Ja, die können wir auch nicht bauen, weil wir keine Rohstoffe haben, ne? Ist auch klar, oder? Hier wird auch nicht gebaut. Ja, was passiert zuerst? Das ist die Frage. Okay, da sind jetzt welche unterwegs. Wie ist das hier mit den Dingens hier? Können wir da was machen? Da haben wir da einen. Ja, der kann was gebrauchen. Das ist unser Koch. Also verbesserte Tragfähigkeit kann nicht schaden, ne? Machen wir noch dazu. Und hier, er war ja schon am Limit. Das lassen wir besser, sonst hat er keine Moral mehr. Der ist natürlich auch ziemlich gut ausgebildet schon, ne? Gut, dann passt das erst. Wie sieht's mit Essen aus? 8700 hat man schon mal mehr, ne? Hier wächst allerdings was. Das Wasser wird, glaube ich, weniger hier schon. Hier war noch ein Wischauftrag, der aber noch gar nicht gemacht wird. Hier passiert auch nichts mehr momentan. Ja, es ist schwierig, ne? Was macht das Wasser in der Wärmegeschichte? Hier können wir es gut sehen, oder? 26,9 kommt es kalt an, 29 Grad geht's hoch. Hätte ich jetzt mit Schlimmerem gerechnet. Wie sieht es hier oben aus? Licht ist an und aber die Flamme. Ah, doch, jetzt wächst sie gerade. Wächst, die ist gleich fertig, okay. Mal gucken, wie das weitergeht hier. Da kann man was ernten. Ja, Kühlschrank wegen Essen wäre vielleicht sinnig. Was macht unser Generator hier unten, dieser Stein? Was hat der überhaupt für eine Prio, ey? 9. Passiert aber nichts. Ja, da kommt jemand gerade, der baut da die Leitung weiter oder gibt da Rohstoffe für hin. Der hat auch Rohstoffe dabei. Okay. Wäre schön, wenn die nicht nur Rohstoffe bringen, sondern auch mal was bauen würden dann. Ah, da geht's jetzt. Er baut jetzt auch noch. Gossmann. Da wird auch gebaut. Wichtig, wenn hier der Stein da hinten mal fertig werden würde, ne? Erde aufgenommen, okay. Hat keinen Sauerstoff, passt aber. Was macht Barney? Barney baut. Nimmt Erde mit. Ja. Die müssen wieder raus. Da kommt Gossmann wieder. Unser Doktor macht was. Der nimmt hier was auf. Kupfererz hat er aufgenommen. Und bringt das wohin? Ich hoffe hier jetzt hin. Das wäre sehr wichtig. Und jetzt. Okay, er hat da auf jeden Fall Material reingebracht zum Gitterstein, glaube ich, oder? Das ist die Leitung gewesen, kann natürlich auch sein. Ja, jetzt kommen zwei, aber einer geht hoch. Ja, der macht Tierpflege, glaube ich, ne? Kann das sein? Hier unten wird die Leitung weitergebaut. Kupfer fehlt da noch. Ah ne, er erntet hier, okay. Hoffentlich geht jetzt hier der Pufflet da nicht raus, das wäre nicht so schön. Klappt. Ah, der Stein wird gebaut, oder? Nein, er hat keinen Sauerstoff mehr. Okay, der Schleim wird jetzt hier auch mit Granit gemacht. Ihm ist wahrscheinlich gerade das Trommelfell geplatzt im Gossmann.
Da kommt aber wieder einer, der bringt schmutziges Wasser. Okay, da wird die Farm da oben wahrscheinlich mit bedient. Ja. Okay, sie sind hier unten aber kräftig am Bauen schon mal. Das ist schon mal gut. Ari holt Erde. Rovan hat gebaut oder baut noch. Rovan baut auch mehrere Stellen. Okay, die Leitung hier wird fertig. Unser Arzt, Kosman, was macht der? Der baut da unten das jetzt schon mal fertig. Das ist schon mal prima. Ja, den Schleim hat er tatsächlich jetzt mitgenommen, ne? Jetzt müssen wir aufpassen, wo er den Schleim hinbringt. Hat er hier irgendwo was mit kontaminiert zu tun? Nee, noch nicht. Wenig Sauerstoff. Da, Kontakt mit allergischen Reaktionen, Keim. Wo geht er denn hin? Wo bringt er das hin? Das ist die Frage. Okay. Und ich schmeiß das jetzt nicht runter. Das wäre nicht so gut, weil das dann im Wasser landet. Ah, das kommt da rein. Okay. 200 Gramm Algen werden da gerade erzeugt. Die Sekunde. Verschmutztes Wasser aber auch. Okay, wie sieht's denn bei ihm mit Kontakt? Ist mit einer Reaktion kam in Berührung gekommen und ist bei anhaltendem Kontakt gefährdet. Okay, das ist aber wohl noch nichts Schlimmes. Passt noch. Ja, leider ist hier das noch nicht fertig geworden. Er läuft weg. Ja, die Baustellen sind so groß, was wir da noch zu tun haben, ne? Also hier ist jetzt schon zu, ne? Wie sieht's denn mit unserer Schmiede aus für Anzüge? Fehlende Ressourcen, veredelte Metalle, 400 Gramm. Ja, muss man auf Prio 9 machen, oder? Anders geht's, glaube ich, nicht. Ja, hat sich eine Mail ausgeholt. Wie viel haben wir? 10.900, das ist also fast 11, das ist schon mal gut. Okay, gerade was weggegessen und da war jetzt eine Dornwurzel oder Dornbeere. Okay, verhungern tut momentan keiner. Nahrung verfault. Achso, weil wir keinen intakten Dingens haben wahrscheinlich, ne? Kühlschrank hier. Komm, aktivier mal den Kühlschrank da wieder. Vielleicht kriegen wir es dann, da war doch Essen drin, ne? Ja, Essbares und Kochzutaten kommen da rein. So, er macht hier erstmal weiter, oder? Nee, doch nicht. Da wurde die Erde hingebracht. Hm. Da die Kohle aufgenommen. Hier wird geradelt. Hier unten passiert gerade gar nichts. Silber. Salbei-Hatch ist das, okay. Essen, 9000 noch. Hier wird geerntet, okay. Was macht Miep? Miep geht hoch zur Pflege oder erntet. Wahrscheinlich, oder? Ne, der macht hier den Baum, er kriegt Rohstoffe, okay. Stammlebenspunkte, Wachstum gestoppt, Stammlebenspunkte, okay. Miep erntet jetzt. Okay, 8100 Essen. Und hat da schmutziges Wasser aufgenommen und bringt das zu irgendeiner Pflanze hin. Okay. Hm. Da oben wird desinfiziert, das ist schon mal gut. Da können wir ja gerade noch keinem mal gucken. Er selber, Otto ist selber verschmutzt oder was mit Keim. Okay, das ist normal. Hier die Leitungen sind auch verkeimt. Oh, hier ist ganz viel, aber naja. Hier oben auch, ne?
Ja, die Toiletten müssten auch mal desinfiziert werden. Einer geht schon schlafen. Hier sind zwei Betten verkeimt. Einer mit Person drin. Otto ist verkeimt, aber das hatten wir, glaube ich, gerade eben schon. Ist das denn verkeimt zu sehen da? Okay, das wird desinfiziert. Lebensmittelvergiftung. Aber da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass das nicht schlimmer wird hier. Wir müssen mehr desinfizieren. Warte mal, das ist auf jeden Fall hier erstmal zu desinfizieren. Ist da denn auch was zu desinfizieren? Ja, diese ganze Leiter hier ist zu desinfizieren. Passiert nichts. Okay, Anzeigefehler oder was ist das? Wir müssen mit den Keimen aufpassen. Okay. Jetzt hat er das abgeschaltet. Hier oben sind auch schon ganz viele Keime. Oh oh. Das ist nicht gut, so viele Keime. Die Leiter hat nichts. Was ist mit diesen Rohren? Die kann man nicht entkeimen. Okay. Hier ist grüner Zeug. Okay. Da ist natürlich ordentlich was mit freiem Meer. Alle Leitern sind verkeimt, oder wie sehe ich das? Okay. Okay. Blöd ist, dass ich die Prio wahrscheinlich nicht gerade hochgesetzt habe dafür, ne, oder? Kann man auch nicht. Okay. Der Stein ist da immer noch nicht fertig. Wie sieht's denn hier oben aus? Ah, da arbeitet jetzt mal einer dran. Ne? Kilo Eisen sind das. Okay, da wird desinfiziert. Und jetzt ist das sauber. Okay. Wie ist denn Otto so mit Keimen unterwegs? Machen wir nochmal das an. Otto ist aber sauber. Der hat wahrscheinlich geduscht. Harold läuft und Travaldo auch. Okay. Schön wäre es, wenn es da unten weitergeht. Da kommt Barney. Owen war da oben, hat was zu essen geholt, glaube ich. Okay, Barney läuft weiter und hoffe, der baut jetzt diesen scheiß Stein da fertig. Oh, bitte, 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 schaff das jetzt. Super. Jetzt läuft der Strom da unten wieder beim Generator. Das hilft uns eine ganze Ecke. Und das Wasser plattert da runter, das ist auch gut. So, da kann einer da runter und kann auch da vielleicht nicht hin, oder?
Das ist schlecht, das bedeutet, den müssen wir erst zerlegen. Ziegel zerlegen auf 9 passt schon. Weil dann kann er den dahinter nicht bauen. Glaube ich. Da kommt jetzt irgendein Material. Kupfer, okay. Drei Leute sind hier. Prio ist da 9, okay. Der Stein wird zerlegt, wie wir uns das gerade vorgestellt haben. Das schmutzige Wasser muss da noch irgendwo hin, ne? Ich baue einfach die Pumpe da jetzt hin. Die ist erstmal auf 5. Irgendwo hatten wir doch schon Leitung. War das hier unten? Nee, war noch nicht hier. Aber das kann man da anschließen. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber der Busch, der braucht ja gar nicht so viel wahrscheinlich, ne? Ich glaube, das ist verkehrt, aber das können wir dann immer noch ändern. Wenn wir sehen, dass das nichts bringt. Und Strom brauchen wir natürlich auch noch. Das haben wir natürlich hier gleich um die Ecke. Ja, mit dem Strom müssen wir auch langsam anfangen, mal zu überlegen, was wir da brauchen, ne? Hier wird gereinigt. Okay, wir haben nur noch 4800 zu essen. Das ist nicht gut. Hier wächst was, aber nicht so wirklich gut. Okay, hier oben ist sogar was zum Ernten. Diese beiden Steine, die müssen mal fertig werden. Und ich glaube, da geht uns vielleicht auch Wärme oder sowas verloren, ne? Und diese Tür, die muss dann auch anders sein, oder? Und da war sogar noch ein dritter jetzt dann, oder? Aber Essen ist gerade nicht sehr stark vertreten. Melo ist aufgenommen. 4-8 wieder. Weil hier schon wieder welche am Essen sind. Kann er denn hier was machen? Nicht wirklich. Können wir denn hier gefüllte Beere, Pilzwrap? Ah, Knorpelbeere. Pinnnüsse. Wir haben kein Zeug. Rotierter Pilzsalat haben wir nicht. Barbie gekochter Fisch haben wir nicht. Graupel, Weizenkorn haben wir nicht. Tofu haben wir nicht. Frostbrötchensalat, Barbecue haben wir nicht. Wo kriegst du das alles her? Lass uns mal was einfacher. Gefüllte, das ist die Knorpelbeere. Das ist ja aus der Dornenblüte. Die gegrillte, also das heißt, wir müssen die Dornen... Hier, die muss hier gemacht werden. Aber die können wir auch unendlich stellen. Müssen jetzt aber unter den Ernährungsplan die Knorpelbeere von denen wegnehmen, ne? Die darf man nicht essen. Neue Duplikanten. Ich will sie von keiner soll sie essen erstmal. Und dann muss die hier gegrillt werden. Genau. Und dann kommt die hier hin. Und was gehört noch dazu? Pinscherpfeffernuss oder so ähnlich. Die wir wahrscheinlich gar nicht haben. Zwei Zyklen ist die verdorben. Ich weiß aber nicht, wo ich die herkriege. Ach, das ist die, die auf dem Kopf wächst. Okay, die ist beim Chlor. Hier haben wir sie. Da liegt zum Beispiel eine. Das bedeutet, wir müssen da dran die hier raus haben.
Da ist eine. Da sind zwei davon. Das bedeutet, hier muss auch wieder eine Schleuse gebaut werden, wenn, ne? Sollten wir so bauen. Und so bauen. Dann können die dahin laufen. Die müssen wir entwurzeln, die Balsamlilie. Oh, wir haben kein Essen mehr. Die haben alles aufgegessen. Hoffentlich gibt es gerade hier ein Hilfspaket oder sowas. Oh, was haben wir Glück für ein Hilfspaket mit Algen. Super, bringt uns gar nichts, aber das ist das Einzige, was hier Sinn macht. Ah, wo ist das Essen jetzt mit meinen? Warum haben die so viel aufgegessen? Oh, Matsch essen. Matschregel essen. Ernährung. Hier muss produziert werden, auf jeden Fall. Auf 9, bitte. Und wo kommt der Strom für die Kiste weg? So, Stromoverlay ist da. Hier ist was kaputt. Kabelbrücke. Auf 9 stellen. Wer baut das Heile? Das ist die Frage. Wie sind wir da überhaupt aufgestellt? So, oberste Reihe ist. Aber ihr könnt es ja hier sehen. Hier fehlt noch was bei verbesserter Bau. Ari hat den verbesserten Bau. Das ist doch schon mal was. Das hat ja gerade geklappt mit dem verbesserten Bau. Dann geht's vielleicht ein bisschen voran mit dem Bauen. Und das hier, wer macht das Heil? Ein Elektriker? Kupfererz fehlt da. Ah, das Kupfererz ist wohl schon geliefert. Es muss noch der Ari ist das, der baut's doch gerade Heile, oder? Sieht man leider nicht, weil das davor Blick hat. Ah, jetzt ist fertig. Jetzt kann man Matsch herstellen. Unsere 600 Kalorien sind ein bisschen knapp bemessen, ne? Wird aber schon produziert. Und... warte mal, wir machen die Ernährung... Komm, den habe ich nicht reingemacht, weil wir den Frittierten haben wollen. Und der Frittierte... ist aber hier. Knorpelbeere haben wir auch auf dauerhaft gemacht. Okay, hier wird der Raum fertig gebaut. In der Hoffnung, dass die Temperatur dadurch hier kühler bleibt. Diese Tür ist natürlich nicht so der Hit, ne? Die pneumatische Tür bringt uns nicht so viel, weil die keinen Temperatur oder sowas, ne? Unterschiede hat, oder? Türkontrollen können verwendet werden, um zu verhindern, dass Duplikanten in gewisse Bereiche gelangen, ja. Gas oder Flüssigkeiten abzuhalten, das heißt, Luft geht da durch. Das bedeutet, wir pneumatische Tür zerlegen und das auf gerade 9. Und dann brauchen wir eine andere Tür. Manuelle Luftschleuse. Macht Sinn, ne? So oft muss man da nicht rein. Blockiert Flüssigkeit und Gasfluss, hält den Druck zwischen den Bereichen. Also ja, hat wieder gut geklappt, ne?
Zack, auf 9. Was macht unser Gas hier unten? Okay. Hier ist jetzt, glaube ich, nichts Schlimmes unterwegs. Dass hier der Schleim, der kontaminierte Schleim, geht nicht dadurch, glaube ich. Wasser wird jetzt nicht mehr unbedingt. Kupfer wird gerade geliefert. Er braucht Sauerstoff. Und irgendwie müssen wir auf Dauer das mit dem Gas geregelt kriegen, ne? Das funktioniert relativ gut, weil er hier schon nicht mehr pumpt, weil hier schon genug drin ist, ne? Das mit dem Wasser müssen wir nur loswerden dann. So, aber hier ist alles voller Gas, das ist nicht gut. Oh, er sieht nicht gut aus, oder? Mürrisch. Okay, aber der Kleine, der ist schon durch, ne? Ist hier fertig? Nicht wirklich, aber es könnte... jemand da... also, der, im Endeffekt ist egal, glaube ich. Weil die können eigentlich hier den Raum zusammen sich teilen. Da würde ich jetzt die Schleuse... ach so, deswegen würde ich sie noch nicht aufmachen wollen. Okay. Was ist denn hier mit dem Strom so los? Ne, machen wir das Overlay an. Oh, die Leitung ist teilweise überlastet. Da müssen wir unbedingt dickere Leitungen hinhaben, ne? Dass das funktioniert. Wenn es rot ist, geht's kaputt. Die kommt ja auch wenn weg, aber die läuft gerade sowieso nicht, ne? Die läuft. Ja, da müssen wir mit Generatoren, Transformatoren und sowas alles jetzt arbeiten langsam. Hier oben ist auch nicht gut. Wir haben wieder zum Glück 4000 Essen. Da geht es ein bisschen voran. Hier ist schon wieder was kaputt. Matsch wird noch produziert, oder? Ja, da liegt auch noch ein Riegel davor. Wird denn hier oben gekocht? Donnerbär, warte auf Material. Okay, aber das andere kann ja gekocht werden, ne? Und dann... gefüllte Beere machen wir mal auf unendlich, oder? Hier ist natürlich noch nichts passiert, ne? Hier haben wir so einen Mob, der für unsauber ist. Hier wird zum Glück wieder was geerntet. Danach kann man hier wieder was ernten, glaube ich. Ah, hier ist auch nicht besonders gut, aber hier wächst tatsächlich noch was. Oh, guck mal, automatisches Transportsystem ist jetzt hier der automatische Räumer. Und hier, da müssen wir uns ganz viel stark drum kümmern jetzt dann auch, ne? Flüssigkeitswärmer, Eis-Elf-Lüfter, Eismaschine, Klimagerät. Was ist denn das Klimagerät für ein Ding? Kühlt das durchgepumpte Gas ab, erzeugt aber Wärme in seiner Umgebung. Energie 240 Watt, Gaseingangsleistung. Effekte Wärme plus, Kühlfaktor minus... Überhitzungstemperatur 75 Grad, Automatisierungseingang. Ein Klimagerät entfernt keine Wärme, sondern verlagert sie in einen anderen Bereich. Wasserkühler. Wärme. Minus 14 Grad. Automatisierte Eingänge. Raumheizung. Ne, heizen müssen wir gerade nicht. Eislüfter haben wir schon, aber die taugen nicht mehr. Kühlt das durchgepumpte Gas ab, erzeugt aber Wärme in seiner Umgebung.
Also, ja, wo setzt du sowas dann hin, ne? Wir müssten eigentlich hier sowas abkühlen, ne? Aber der Wasserkühler ist eigentlich viel wichtiger, ne? Kühlt die durchgepumpte Flüssigkeit ab, erzeugt aber Wärme in seiner Umgebung. Das würde bedeuten, dass wir das hier noch irgendwo hinsetzen müssten. Isolierter Stein. Das müsste dahin, ne? Und dann muss man das Wasser einmal umleiten. Und dadurch kühlen lassen. Die Wärme müsste hier rein. Aber wo lässt ihr die Wärme? Wo bleibt die Wärme? Das ist die Frage. Wie warm ist es hier überhaupt in dem Bereich? Da ist es schon total warm. Eigentlich Blödsinn, das da zu machen. Man müsste das in so einem kühlen Biom machen, ne? Hier noch mehr hinbauen. Das müssen wir nochmal in der nächsten Folge überlegen, ob wir das hier irgendwo hinkriegen. Hier oben ist ja auch noch was zu bauen, ne? Das müssen wir mal schauen. Da sind wir noch nicht so weit für. Ich glaube, da machen wir mal wieder Abbruch. Das ist keine gute Idee hier. Das bringt uns da nicht weiter. 800 Kalorien ist nicht viel. Das ist unser größtes Problem, was wir gerade haben. Hier gibt es noch nichts. Wir werden gleich Hunger schieben. Das ist auf jeden Fall schlecht, ganz schlecht. Da oben war aber gerade eine Dingens, Schmutzwurzel. Wo war sie? Hier oben. Die sollten wir vielleicht da auf jeden Fall rausgraben. Gucken, ob wir noch hier irgendwo welche finden. Nicht wirklich. Sieht gerade nicht so aus, dass wir hier noch Schmutzwurzeln haben. Die haben wir schon alle gesucht, ne? Ah, guck mal, hier oben ist ja dieses Teil mit den Früchten. Aber die Frucht ist nicht da reingefallen, ne? Ne, leider nicht. Okay. Dann ist das so. Aber er macht hier schon mal den Matsch. Und der ist dann frittiert und den können wir dann essen. Dann geht es ein bisschen voran, ne? Ja. Daneben hat er ja noch einen liegen. Das heißt, er kann auch weiter durchziehen. Ich hoffe, das reicht. Gut, kümmern wir uns aber in der nächsten Folge rum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare reinschreiben, genauso gerne wie das Video auf anderen Kanälen teilen. Ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.